Wo warst du am 11. September 2001? 9/11 war das erste große Medienspektakel islamistischen Terrors. Die Bilder von damals erzählen noch heute eine Geschichte, die weit über das getroffene Ziel hinausgeht. Deshalb können solche Bilder so gefährlich werden. Ein Bild transportiert mehr als eine Information. Es setzt Assoziationsketten an Orten frei, die weit vom Ort des Anschlags entfernt liegen. Islamistische Terrorgruppen wissen, dass Sender um Einschaltquoten und die spektakulärsten Bilder konkurrieren. Die Terrorbilder von Al-Qaida, den Taliban und später dem sogenannten IS sind deshalb auch für westliche Medien designt. Echtzeitberichterstattung und Fotos gehören zur Medienstrategie der Terroristen und ebenso diese Bilder über soziale Medien zu verbreiten. Bildwissenschaftlerinnen unterscheiden zwei Arten von Terrorbildern. Bilderteppich. Das sind sich ähnelnde Bilder aus verschiedenen Quellen. Der Ursprung ist nicht klar zuzuordnen, oft von Amateurinnen aufgenommen. Und das ikonische Bild. Eine einzelne Aufnahme, die auf ein großes Ganzes verweist und symbolisch für eine Situation oder ein Ereignis steht. Von Medien kuratiert. Der Krieg gegen den Terror, der auf den 11. September folgte, ist auch ein Krieg der Bilder. Denn sowohl Al-Qaida als auch der IS benutzten Bilder zur Machtdemonstration und Einschüchterung des Gegners. Die USA antworteten mit einer ähnlichen Bildersymbolik. So folgte auf einen Angriff ein Gegenangriff. Auf ein strategisch eingesetztes Bild folgte ein Gegenbild. Es entwickelte sich eine sogenannte visuelle Rüstungsspirale. Ikonische Aufnahmen aus diesem Krieg der Bilder zeigen, wie machtvoll Bilder den Umgang mit islamistischem Terror verändern und beeinflussen. Dieses Bild markiert den Beginn eines Krieges der Bilder zwischen islamistischen Terrorgruppen und den USA und ist daher zur Ikone geworden. Massive Verbreitung. 95% der US-amerikanischen und ein ähnlicher Prozentsatz der europäischen Tageszeitungen bildeten genau dieses Bild auf ihren Titelseiten ab. Framing. Durch den klaren Rahmen des Bildes wird das Chaos auf der Straße unter den Türmen ausgeblendet. Weil die Informationsebene reduziert ist, prägt sich das Bild noch besser ein. Dieses Pressefoto des Weißen Hauses zeigt den damaligen Präsidenten Barack Obama mit seinem Sicherheitsstab während der Tötung Osama bin Ladens. Er wählt einen anderen Umgang mit Bildern von Terroristen. Weder der Täter noch der Antiterrorkrieg sind zu sehen. So will dieses Bild bin Ladens Ruf als Mörderer entgegenwirken. Terror an sich ist kein neues Phänomen. Doch durch die neuen Medien und das Internet hat sich auch die Qualität der Ereignisse durch die Bilder stark verändert. Insbesondere die Amateuraufnahmen werden von Userinnen und Medien auf verschiedensten Kanälen verbreitet und rufen dort Reaktionen hervor. Sie wiederholen und verfestigen sich und bleiben immer abrufbar. Der sogenannte IS setzte verschiedene Typen von Bildern gezielt ein, um verschiedene Ziele zu erreichen. Bilder als Waffen. Terrorbilder sollen weit über die betroffenen Orte hinaus in Gruppen Angst und Misstrauen auslösen. Bilder als Werbung. Die Bilder werden von Terroristen selbst hergestellt. Sie dienen der Propaganda und Werbung, um Sympathisanten im Ausland anzulocken. Zu Hochzeiten verfügte der sogenannte IS über eigene Filmstudios und ein Hochglanzmagazin. Die Bilder werden in Hollywood-Ästhetik in Szene gesetzt. Bilder zur Machtdemonstration. Diese Bilder funktionieren durch einen Tabubruch mit dem Zeigbaren. Bei Enthauptungsvideos gibt es keine Verhandlungsbasis mehr. Sie dienen der reinen Machtdemonstration und Abschreckung durch blanke Gewalt. Die grausamen Bilder von Enthauptungen werden in den Medien selten gezeigt. Der sogenannte IS brachte sie selbst in Umlauf. Im digitalen Zeitalter sind wir gleichzeitig potenzielle Produzentinnen und Konsumentinnen von Terrorbildern. Einmal in Umlauf gebracht, ist es für Einzelne schwierig, sich ihnen zu entziehen. Aber wir können uns zu ihnen verhalten. Prinzipien für einen ethisch verantwortlichen Umgang mit Bildern nach Charlotte Klonk. Nicht posten. Mach dich nicht zum Handlanger der Terroristen. Auch verwundete oder getötete Menschen haben Persönlichkeitsrechte.
Verbreite keine Bilder der Täter. Melde Online-Inhalte, die diesen Prinzipien widersprechen. Die Bilder enormer Brutalität müssen boykottiert werden. Die Verantwortung dafür liegt bei jeder Einzelnen von uns. Nur so lässt sich der Kreislauf der Gewalt durchbrechen.